Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend, und wann ihr mir das schaut. Ich bin Patrick vom Kanal der Schule Gaming und begrüße euch zum Teamvorstellungsvideo in der NPBL Season 4. Die NPBL ist ja diese Saison im VGC-Format. Ja, und nachdem ich habe mir schon überlegt, ob ich hier mitmachen soll, da hat mir noch einer von den anderen Leuten von der Orga geschrieben. Ich weiß ja nicht mehr, wer es war. Ob ich mich denn nicht bewerben will, habe ich mich beworben. Jetzt bin ich auch dabei. Und ihr seht schon mein Logo hier. Ein sehr cooles Logo. Dabei Shoutouts an Keeper Seasons, heißt sie auf Twitter. Da habe ich Commission gestellt für dieses wunderschöne Logo. Und es ist wunderbar geworden. Ich mag dieses Logo sehr gerne. Ja, jedenfalls sind wir mit diesem Team, diese Season dabei. Und jetzt ist natürlich die Frage, VGC, du spielst normalerweise eigentlich immer Single Draft liegen. Wie genau bin ich denn jetzt an der rangegangen? So, die Sache war, ich habe vor einem Jahr oder so, habe ich mit Karma, den kennt man, der hier auf dem Kanal mittlerweile wahrscheinlich, eine Multikampf-Draft Liga gespielt. Ja, Multikampf, VGC liegt schon ein bisschen näher beieinander, weil es halt eben Doppelkämpfe sind. Ja, das habe ich dann als Basis genommen. Habe überlegt, was hat denn da so gut funktioniert? Was könnte denn hier gut funktionieren? Ja, so bin ich im Endeffekt dann auf Regen gekommen. Weil wir eben in der Season einen Prime Kyogre hatten. Ja, also vom Power Level sind wir jetzt nicht ganz rangekommen an das Team. Oder bin ich jetzt nicht ganz rangekommen an das Team, was ich da hatte. So, aber mal nebenbei. Sache bei MPBL Season dieses Jahr ist ja, dass es keinen richtigen Draft gab. Es gab nicht mal überhaupt einen Draft. Also, jeder hat sich einfach aus dem Pool rausgenommen, was er wollte. Folglich, es kann auch sein, dass man auf gleiche Monster. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht arg viele Überschneidungen mit anderen. Ich glaube, eins meiner Tier 2 Mons hat noch wer. Ich glaube, sonst habe ich kaum Überschneidungen bei mir, was mich zu. So nicht sehr zufrieden macht. Und ja, wenn es da nicht noch irgendwas zu sagen gibt, auf jeden Fall nach danke an Celos und Eve für, dass ich mitmachen darf und für die bisher ziemlich geile Orga, von dem was ich bisher mitbekommen habe. Und ja, würde ich mal sagen, gehen wir rein und ich zeige euch mal, was ich da mir so zusammengedraftet habe. Oder was geht? Jo, wir sind hier jetzt mit meinem Team. Ich sehe es nur auf einem anderen Bildschirm, dass ich jetzt ein bisschen mehr näher Richtung Camp gucken kann. Ja. Also, wir können halt anfangen. Ich habe, wie gesagt, gedacht, jo, fängst du mal an mit Regen draften. Folglich habe ich dann mit Pelipper angefangen, weil Pelipper so ziemlich das Regenmon meiner Wahl war. Es gab noch. Ich weiß nicht, ob Quaxo zur Verfügung steht. Kyogre ja erst recht nicht. Folglich bin ich dann auf das gute Pelipper gegangen. Ja, Pelipper hat eben Sachen wie Niesel, der hat einen Orkan im Regen, der hat Defog, der hat Tailwind, der hat Sachen wie Icy Wind oder sowas, was im Doubles auch ziemlich interessant werden kann. Scald ist immer ein guter Move, egal ob Singles oder Doubles. Der hat mit U-Turn, hat der Switch Advantage, der hat auch Switch Advantage, dadurch, dass der nur 65 Speed Base oder so hat. Der hat auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall useful hier in dem Team. Noch irgendwas zu dem, ich überlege gerade. Water Flying hat jetzt nicht viele Weaknesses. Also, Electric Mons will ja halt nicht drin bleiben, aber der kann auch mal in der physischen Gestandsache halt drin bleiben, wenn der jetzt nicht von einem Terrakium oder so kommt. Also, von einem, keine Ahnung. Von einem Rockara kann er ja wahrscheinlich keine drin bleiben, die fängt der halt easy ab, der Junge. Kann sich einfach gegenboosten. Ja. Noch irgendwas Spezielles zu dem? Ich meine jetzt nicht. Der mag die Boots natürlich, was ziemlich nice ist, weil Boots sind immer cool. Wobei ich noch ein anderes Mal habe, was man vielleicht schon sieht, was die Boots auch gerne hätte. Aber, boah. Man muss halt mal gucken, wie es im Teaming so läuft. Weil vor allem Hazards im 4 gegen 4, Doubles, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja. So, ich überlege gerade, ob ich jetzt nach Tiers und danach Freem gehen soll, oder ob ich nach den beiden Tiers aller Mons gehen soll. Also zum Beispiel auch die Mons unten im Tier pick jeweils nach Tier picken soll.
Claim hast, aber nach der zweiten Reihe, weil, ja. Auf jeden Fall habe ich bei Pippin noch irgendwas vergessen. Der kann supporten, der kann selbst ein bisschen drücken, der kann defoggen. Ja. Dann Titantel. Ja, wir spielen Regen. Regen schwächt Feuer ab. Titantel mag kein Feuer. Also war Titantel für mich eine recht logische Wahl, wenn ich schon picken kann, was ich will. Ja, der kein Bezieht mal ein bisschen was anrichten kann. Theoretisch auch rocken oder spiken, whatever. Wenn man es braucht. Mit Gyroball kann der auch mal ein bisschen Speed Control ausnutzen vom Gegner, wenn der einen irgendwie slowen will oder sowas. Hat mit Body Press einen sehr geilen Move in dieser Gen dazu bekommen. Was man jetzt mittlerweile auch weiß. Weil der hat, glaube ich, 386 Max Def. Auf Level 50 kenne ich sie jetzt also nie. Level 50 ist jetzt mir so null geläufig. Ich wäre mal, wenn ich Draft spiele, spiele ich halt meins auf Level 100. Folglich ist Level 50 jetzt nicht so ganz mein Metier. Ich kenne ein paar Stats, aber auch nicht alle. Ja, also, ja, ich kenne die Base-Werte einfach nicht. Also die Base-Werte kenne ich teilweise schon, aber ich kenne die Max-Stats nicht auf Level 50. Das, ja. Der kann, T-Raven theoretisch auch, der kann auch Sachen wie Protect. Nee, der hat sowas wie Einschach oder sowas, um mal U-Turns zu punishen oder allgemein um physische Moves zu punishen. Der hat einen sehr guten Bulk in beide Richtungen, also so schwächere Feuerattacken vor allem im Regen, die kümmern den halt nicht. Das ist wie bei Kraftreserven in Gen 7 noch, die jucken ihn einfach teilweise gar nicht. Was man ja allgemein gerne mal bei Mons mit Fieberschwächen hat, dass die einfach durch HP so null Effekte da haben. Ja, mal zum Beispiel bei Heatran auch, dass der HP Grounds auch einfach mies weggelebt hat. Das war mein Stuhl. Ich weiß nicht, ob man den gerade gehört hat. Falls ja, es tut mir ein bisschen leid. Ja, was ist denn so das Handel? Next one. Wir haben hier Kamalm. Und wir haben hier Regen. Was wollen wir mit Kamalm wohl machen? Ja, in der Liga hier ist es ja so, dass man quasi mit jedem Mon G-Maxen oder Dynamaxen will, wenn man will. Ja, Kamalm ist hier so das einzige Mon in dem Team, meine ich, was G-Maxen kann. Ist aber auch mein Mon of Choice zum G-Maxen, vor allem wenn ich Regen habe. Weil man damit dann auch mal, den Giga Geröll heißt der, glaube ich, der Move. Das ist der spezielle G-Max-Move von Kamalm, der ein Water-Move ist, der Rocks legt. Was eine sehr nice Combo ist. Also, offensiver Water-Move und Rocks. Also, offensiv Water ist eigentlich fast immer ganz geil. Wenn man ja auch so an Sachen wie Scald und sowas kann man einfach immer drücken. Außer man Water Absorb oder was im Gegner-Team hat, aber haben wir jetzt auch nicht so oft. Genau, eigentlich was die mir ein bisschen Effekte sind Feen. Nicht Feen, sind Grass-Types, die aber auch so spät sind, wenn er Wassertempo drin hat. Auch mit Sachen wie P-Jab oder Eisfang sehr gut hitten kann. Theoretisch kann man auch Strong Jaw spielen, was sich aber mit der G-Max zusammen nicht lohnt, weil da sind eh keine Kontakt-Moves, sind einfach alles nur Attack-Moves, da will man eigentlich immer den Speed spielen. Folglich, ja. Ja, auf jeden Fall Kamalm, der kann hier vielleicht gut mal ein bisschen Schaden anrichten. Auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass der so am meisten abgeben wird im Team, einfach weil der, weil wir halt 4 gegen 4 spielen. Und vor allem, wir spielen ja Best of 3-Format. Folglich muss man halt gucken, ob der auch wirklich in jede Runde mitkommt. Ich habe da ein bisschen Optionen ja auch im Team, die auch mal bei sowas mitkommen können. Jo. Next one ist Ramot. Ich habe ja vorhin schon gemeint, dass Feuermons oder einmal Feuerattacken Regen nicht mögen. Ramot spammt gerne sowas wie Feuerreigen, wie Feuersturm, wie Flammenwurf. Warum hole ich mir den dann? Ja, ganz einfach, weil der halt auch im Regen mega zerstörerisch sein kann. Also allein schon, wir können mit dem Tier schon mal Dynamax und einfach The Hurricane spammen, damit der einfach mies schnell wird mit 135 Spätzle Attack Base.
Bildet der halt mies. Also der drückt einfach rein. Vom Fing 4, wenn man da mal sich ein bisschen verbedient hat in der Team-Preview und einfach denkt so, macht er nicht. Nee, macht er doch. Der fickt einfach. ja, also eben mit Hurricane, der hat dann auch eine sehr gute Coverage. Man kann theoretisch auch mal irgendwie mal ein bisschen kackig drauf, so einfach mal hier Sunny Day auf Zubiris raufpacken. Einfach damit mit Ramotten einfach mal Solar Beam oder das zockt man einfach nur Feuermove Spam. Der ist ziemlich variabel, der kann auch mal theoretisch physisch sein. Ich glaube, da 100 Attack Pace oder sowas. Man sollte ihn zwar nicht physisch spielen, weil das ziemlich unnutzt Potenzial ist. Aber man kann es theoretisch machen. Man kann es theoretisch machen. Aber wie gesagt, man sollte es nicht machen. Ja. Supporten kann der auch theoretisch mit Defog, mit Tailwind, mit. Weil, kann er die ob Defog? Well. Rückzug. Wir haben. Ah. Jo. Ja, vergessen nebenbei, wir spielen im VGC-Format. Folglich dürfen die ganzen Mons keine Moves lernen, die sie aus allen Gens haben. Folglich kein Toxic. Keine Tutor-Moves. Damit auch kein Defog. Fuck. Lol, Removal is da. Man sieht's. Also, wir haben Sianna, das reicht. Ja, ich meine, habe ich jetzt nicht so die große Hazard Weak. Ich habe zwei Mons, die drei Mons mit Hazard Weakness. Ja, das passt schon irgendwie. Na, ja. Ramot. Noch irgendwas zu dem. Gar nicht Nitro-Ladung. Der gute Move. Und natürlich hat er den 130%igen Flammenkörper, der immer burnt. Also, U-Turns, ne. Also, der und Tentandel sind einfach quasi so der übelste Punisher-Core, wenn es um U-Turns geht. Einfach reinwerfen in U-Turns und fertig ist. Fertig ist einfach ganze Game. Ganze Game ist einfach ready. Du fährst einfach rum. Jo, next one. Haben wir Psyana. Und Psyana wollte ich erst, weil ich noch einen Psychic-Tab haben wollte. Weil Psychic-Spam halt immer lustig ist, weil wenn jeder mal vielleicht keinen so guten Dark-Tab hat oder ihn nicht dabei hat. Was so im Kampf vielleicht mal sein kann, weil ich habe so Sachen mit Giratestu oder Ramot. Die Dark-Types nicht gut plättern, vor allem Giratestu kann das halt sehr gut machen. Ja. Psyana hat sehr gute Psycho-Moves, sie hat Setup, ich glaube sogar mittlerweile ein Nasty-Plot, wenn ich mich nicht irre. Kann so Sachen wie Baton Pass, Heal Bell, bin ich mir nicht sicher, ob der das auch in Gen 8 lernt, dass man es nutzen kann. Jedenfalls kann das normalerweise. Dann eben Setup kann der kann auch mal Screens aufsetzen, was auch mal sehr praktisch sein kann. Weil Screens im VGC-Format ja auch mal sehr geil sein können. Und ja. Das, was mich am meisten neben gejuckt hat, war eigentlich der Magic Bounce. Magic Bounce, also Sachen wie. Also jegliche Stat-Moves, die einen affektieren, werden einfach zurückgeworfen. Folglich. Kein Schlafpuder. Kein. Kein Klebenetz. Oh fuck, bin ich müde. Keine Rocks, keine Spikes, whatever, keine Hazards. Ich meine, so Stat-verändernde Sachen, auch so T-Waves und sowas, werden einfach zurückgeworfen. Wobei ich glaube, nur wenn sie auf Psyana gehen direkt. Und ich glaube nicht, dass es das wirklich passieren wird. Aber halt so Sachen wie eben gerade Rocks, whatever. Auch Sachen wie Parting Shot zum Beispiel. Wobei ich mir ja nicht ganz sicher bin, wie das genau funktioniert. Laut meiner Information ist es bei Parting Shot so, dass der zweite Mon vom Gegner rausgeschickt wird. Nee, dass man selbst rausgeschickt wird. Bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher, ob das wirklich genauso funktioniert. Müsste ich mir nochmal angucken. Aber ich meine, es so im Kopf zu haben, dass es so funktioniert, dass man quasi, dass man quasi das andere Mon rauswählt. Also theoretisch könnte ich mit Geradax halt auf Psyana drücken und Psyana geht raus. Theoretisch, glaube ich zumindest. Ja, Psyana auch ein paar Moves, um mal Doubles zu hitten. Dann auch sowas wie Dazzling Demon oder so.
Hat, ich glaube, Supporting jetzt nicht so viel. Der kann gut burnen, der hat 130 Spezialangriff, der drückt. Der drückt mies. Next one, Libeldra. Libeldra, das war auch, ist nochmal, was ich in den letzten paar Wochen ziemlich lieben gelernt habe. Einmal bei der, weil ich hier Monotypes gespielt habe, in meinem Monoground-Team. Auf der anderen Seite, weil der mir in der Draft hier ziemlich gut geholfen hat, aber weil dann im Sobiris ein Widow Wisp ausgewichen ist und dadurch mir, da ich mein gutes altes Scarfed Outrage die Welt da durchgefahren ist. Hexe, Hex. Da will ich Hex gewinnen. Ja, jo, Libeltra, der hat U-Turn, der hat Defog, lol. Der hat Rückenwind, weiß nicht, ob er das auch so lernt. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube ja, bin mir aber wie gesagt nicht sicher. Wie oft habe ich ja in dem. Leute, Challenge für die Kommentare. Seht ab, wie oft ich in diesem einen Video nicht sicher gesagt habe. Also, der kann die dancen, der kann, wie gesagt, vielleicht defoggen. Der kann auch mal Dragon Tailen, der kann Setupen, der kann speziell reinböllern, der kann auch so Sachen wie Boom Burst oder was, um mal einmal alles wegzuhitten. Bei 140 sagen, 140 Base Power ist stark, vor allem wenn du noch ein EQ oder sowas hast. Ja, einfach EQ und Überschall. Wie geil ist denn das bitte? Gibt es eine bessere Combo, Leute? Gibt es eine bessere Combo für sowas als Boom Burst plus EQ? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Beweis mir das Gegenteil. Aber die beiden stärksten Moves quasi physisch und speziell. Ich weiß nicht, ob es speziell irgendwie einen stärkeren Move gibt, so der auch 100% Treffergenauigkeit hat. Ich glaube nämlich nicht. Außer natürlich mit irgendwelchen Pullbacks, sowas wie das bei Sturzflug mit dem Recall, bei Nahkampf mit den Stat Drops. Ich glaube, ohne jegliche, oh, mir fällt das Wort gar nicht ein. Ohne dass man halt irgendwelche Nachteile aus dem Move rauszieht, gibt es da keinen besseren Move als Erdbeben. Ja. Next one ist Jutesto. Übrigens, ich bin jetzt doch nicht so durchgegangen, wie ich es machen wollte mit den Tiers. Kritisch. Ja, Jutesto. Ja, der ist jetzt bisschen, erst ein bisschen pragmatisch im Team gegangen, ein bisschen gemerkt, dass der eigentlich ganz geil ist. Der einmal Adrenalin heißt, man kann ihn mal in so Sachen wie Willows oder sowas reinwerfen und dann einfach mal Fassade spammen. Fassade spammen ist immer gut. Das ist mir so GPL. Sachen wie Fassade Hariyama, die einfach mal mies eskaliert sind oder so. Ja. Dann hat der eben einen sehr soliden Bulk, den müsste ich jetzt mal nachgucken. Weil ich gerade hier nichts Falsches erzähle über den Bulk von dem. Zum Glück bin ich ja am PC, dann kann ich es dann nachgucken. Jutesto hat einen Bulk von 120 KP und 85 in beiden Defensivwerten. Das ist saustark. Dann immer noch ein bisschen hier Speed Controlling wie Dampfwalze oder sowas. Der hat Setup mit Protzer. Der kann theoretisch auch mal Wetter aufsetzen mit Regen an Sonntag. Der hat Geowurf, was auch mal was praktisch sein kann. Rundumschutz, auch immer ein guter Move. Gegen Sachen wie Steinhagel, EQ, whatever. Verhöhner, auch ein sau guter Move. Ja, also. Das sind halt Moves, die man auch mal drücken kann, die man auch mal mitnehmen kann. Einfach nur, damit man sie dabei hat. So was anderes. Ja, aber Klammergriff ist auch was Gutes zum Beispiel, um mal Gegner wegzutrappen hier. Rechte Hand kann der auch, lol. Stabil. Ja. Du testest, der ist echt cool. Wie gesagt. Dann Lantern. Ich hatte Lantern, to be honest, noch nie in der Draft Liga, soweit ich weiß. Steinigt mich, weil der ist geil. Aber wenn ich ihn haben wollte, wurde er mir weggesniped. Wenn ich ihn nicht haben wollte, wurde ich für ihn nie gepickt, aber da hatte ich halt schon was anderes geplant. Lantern. Jetzt habe ich Lantern mal. Ich weiß nicht, ob er in der Doubles hier auch so mies aufräumen kann. Vor allem, wenn er hier in Tier 4 ist. Was jetzt ja schon mal nicht dafür steht, dass er so mies krank ist. Aber eben mit Sachen wie Scald, mit Sachen wie V-Switch,
Mit Sachen wie Eisstrahl, mit Dazzling Gleam. Der hat einen guten offensiven Movepool. Der hat Setup. Der hat Baton Pass, theoretisch auch. Habe jetzt bei Razer in der GPL gesehen, dass der auch mal Setupen kann oder so. Der hat viel. Ich glaube, es ist ganz gut. Der hat viel. Vor allem, was auch ganz praktisch ist hier für das Team, weil ich hier mit Pelipper, Kamal und Togetic hier auch ein paar Electric Weaknesses habe. Der kommt halt auch perfekt mit Void Absorb und irgendwelche Electric Types rein. Du kannst gegen mich nicht Electric spammen. Wäre natürlich irgendwie lustiger für ein bisschen ethischer für den Gegner, wenn irgendwer anders mein nächstes Mal noch gedraftet hätte, aber. Ja, so bin ich nochmal doppelt abgesichert. Aber ich glaube, es gibt jemanden, der selber Aura oder Kapuriki hat. Feuchtlichter da ist dann auch ganz gut angegen, weil der einfach safe reinkommt. Wenn ich halt schon bei Jutesu so angefangen, kann ich auch bei Land schon mal ein bisschen gucken, was er so im Movepool hat. Wir dürfen unser, wie gesagt, nur aus dem Schwert-Schild. Movepool hier bedienen. Der kann auch so Sachen wie Horta oder so, was auch mal ganz praktisch sein kann, vor allem wenn man dann auch Baton Pass dazu spielen kann. Sprungfeder ist auch mal ganz interesting. Ja. Noch irgendwas Interessantes hier. Regentanz natürlich auch. Donnerwelle. Konfu-Strahl, wenn man mal eklig sein will. Auch so ein Move. Jo, next one ist dann einer meiner Favorites in dem Team. Ich mag zwar jedes Mon hier sehr gerne. Auch wenn ich ein paar Mal nicht gespielt habe, aber ich mag die meisten Mons hier sehr gerne, rein designmäßig oder so. Aber einer meiner Favorites in dem Team ist das gute alte Lectagon. Lectagon, wenn er schneller ist, drückt er scheiße viel rein. Und das halt nur, wenn der Gegner mal keine Ground-Types hat. Und ich schaue mir mein Team an, wenn man gegen mich Ground-Types mitnehmen. Antwort ist nein. Das gefällt Lectagon auch natürlich ziemlich gut. Heißt, der hat in ein paar Matchups unfassbar viel Spaß. Wo man mit ihm einfach Schocksnabel spammen kann, wie man will. Problem können natürlich Grass-Types werden, weil Grass-Types kommen halt meine drei Water-Types sehr gut rein. Dann habe ich so Sachen wie Ramot oder Tentandel, die auch mal so einen Grass-Type handeln können. Ja, natürlich auch mal so solche Shenanigans, ein bisschen Shenanigans machen, so Sachen wie Feuerwirbel oder sowas kann der ja auch. Oder hier Breitseite ist auch so ein Move, den man mal gut im Double spielen kann. Falls ihr nicht wisst, was Breitseite macht, weil man den so selten sieht. Der fügt beiden Gegnern Schaden zu und senkt von beiden den Angriffswert. Ja. Ist quasi eine Dampfwalze auf den physischen Angriff, soweit ich weiß. Auch wenn sie ein Partner hier tickt, was ganz cool ist. Hier haben natürlich schon mal einen Spezialangriff, was man eigentlich nicht machen sollte, aber der hat 80 Spezialangriff, das geht sogar. Falls irgendwer auf die Idee kommt, Elektrofeld aufzusetzen, hat der Junge auch Hochspannung, heißt, ich kann mit dem auch speziell angreifen, richtig schön speziell böllern. Meteorstrahl kann der auch, sehr geil. Ich sehe ja erst die ganzen coolen Sachen, die alle können. Und vor allem eigentlich jetzt erst, dass sie nichts können, weil vor allem eigentlich, dass sie richtig gut was können, sehr gut. Der profitiert übrigens auch sehr gut von Sachen wie Tailwind von Pelipper oder von Togetic oder von Ramot, der das kann. Okay, Leute, wir schauen uns das nach. Kann Ramot in dieser Gen Rückenwind? Nein. Die Beltran wahrscheinlich auch nicht, aber. Weil ich vorhin noch vergessen habe, Ramot kann auch so Sachen wie Wutpulver. Was gegen Grass-Types ganz praktisch sein kann. Wutpulver ist ja quasi das selbe Spotlight. Also, dass man quasi Moves von den Gegnern auf sich lenkt. Ja. Das wäre dann Ramots Job teilweise. Lectagon noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Jo. Der nächste Mal ist Zubiris. Und Zubiris, also. So, bei Zubiris soll eigentlich klar sein, was der machen soll. Der soll mit Prankster Sachen machen. Adäquate Beschreibung. Junge, ich hab's immer noch drauf. Dann einmal wieder, ob ich durch Deutsch wie durchgerasselt bin.
Ja, also, so wäre es. Der kann sehr dessen, wie man lustig ist. Weil was? Hä? Also, what the fuck? Warum steht hier in der Beschreibung von, bei Zobiris bei PokeWiki drin, dass die, dass nur die Mega, dass nur die Megaform Sternschau per TM lernen kann? Was? Hä? Der hat auch gar keine Mega in Gen 8. Dann no. Jo, der kann Setup, der kann so aus die Trickmethode, der kann Verhöhner, der kann Zugabe, der kann Metronom, wenn man mal lustig sein will. Der kann Standpauke, der kann. Oh, Standpauke ist ziemlich geil. Der kann Irrlicht, der kann Donnerwelle, nicht. Toxin gibt's ja auch oder nicht. Natürlich auch Verzögerung, was auch mal ganz falsch sein kann bei sowas. Auf meinem Gegner reindrücken, dass man nicht, dass er einfach zu spät rankommt, also was später rankommt. Wenn man jetzt das Spiel auf jeden Fall so einen Mono hat wie Zeraora, Kaporiki, Barakiefer, die halt dann, sag ich, immer als letzter rankommen soll, weil man immer gerne mal sterben, der Gegner schneller ist, kann man das vielleicht auch mal abusen, einfach mal Verzögerung auf die drauf drücken und dann sind die halt weg. Was, ja, was ganz cool ist. Mogi kann der auch, Aussetzer kann der. Der hat allgemein einen sehr, sehr geilen Movepool. Kannst ja auch hochheilen und so. War auch nur eine Weakness, halt, nur eine Fairy Weakness. Den Rest kann ja gut arbeiten. Also, ich finde den unfassbar geil, deswegen ist er auch im Tier 2. Wo er meiner Meinung nach auch hingehört. Also, der muss ins Tier 2. Also, alles andere wäre meiner Meinung nach untertrieben. So, beim nächsten sind wir bei Togetic. So, bei Togetic ist da die Sache. Ich habe ihn schon im Singles ausprobiert, der ist nicht mal kacke. Aber im Doubles ist es halt nochmal geiler. Sache im Solo ist es, dass der keinen Roost mehr lernt. Leider. Der kann auch wishen, alles gut. Was auch ganz cool ist, dass der wishen kann. Der kann auch so Sachen wie Baton Pass. Der kann Yawn. Allgemein bringt er da einen Fairy-Type ins Team, was gegen Dragons sehr praktisch sein kann. Der hat noch so, der kann natürlich auch mal einen Ränkeschmied passen, was zum Beispiel Rammer sehr geil findet. Der kann, ja, der kann allgemein in vieles reinkommen, was der, also was den nicht sehr effektiv trifft, das juckt ihn auch nicht. Der kommt da einfach rein und denkt sich so, warte, ich bin Togetic. Ich lebe jetzt hier. Egal was du machst, ich lebe. Wenn man eben noch so Sachen wie Wunschschrauben oder sowas, dass ich noch irgendwelche Mates hochheilen kann, der kann das schon mal mit Donnerwelle auch mal ein bisschen rumstattisen. Der kann natürlich auf Dinger, auf Paraflinch gehen, hier mit Donnerwelle plus Kopfnuss oder so. Obwohl Kopfnuss kann er glaube ich nicht machen. Kann der ohne Flinch-Move hier? Das würde ich ja ganz kurz gucken, ob der irgendwie einen Flinch-Move lernen kann in der Gen. Sieht bisher nicht so aus. Aber zum Beispiel Body Slam plus die Wing Grace klingt auch lustig. Senkkopfstoß kann der. Kann auch flinchen. Der kann Knuddler, wenn man überlegt, dass der die Wing Grace noch haben kann. Hier 20% Attack Drop oder ja, nimmt man. Sind nur 40 Attack Base, aber ja, können wir machen, theoretisch. Ganz ehrlich, der Junge kann so viel Scheiße, das ist echt schon wieder lustig, bei ihm zu gucken, was er so kann. Finde ich zumindest persönlich. Ich finde den echt lustig im Teambuilding. Aber weil er so viel weirden Shit machen kann. Nehmen wir mal an den Cessa auch mega an, dass der halt bis zur vierten Gen keine weitere Entwicklung hatte, weil 105 Spätzdev. Da hat auch Evoli drauf, lolle. Der lebt. Der lebt einfach. So, und dann kommen wir noch zum letzten Teammitglied, den man auf dem Kanal hier vielleicht schon kennt. Und zwar ist das der gute Galar-Gyaradax. Den hatten wir ja schon in unserer ersten SML-Season. Da war der unser einziges Mann ohne Kill.
Aber ich stelle mir den Double Versichern lustig vor. Warum? Also. Sache ist, ich muss so das mit Psyana mal angucken, ob wie das funktioniert. Dann, der kann Sachen wie Donnerwelle. Der kann Sachen wie Parting Shot. Ich soll nicht um Viertel nach eins aufnehmen. Ja. Der kann Whirlpool. Der kann Trickbetrug. Der kann Verhöhner. Der kann Body Press mit einsätzlich Death Base. Stabil. Der kann Knock-Off. Der kann allgemein viel lustige Shit. Der kann auch mal hier rum Switcheroon. Wobei er auch Trickbetrug kann, ja. Der kann wie gesagt taunten. Der kann auch mal Kulleraugen. Das ist natürlich auch mal ein Move, den man eben Doubles mal drücken kann. Ich meine, wie gesagt, es gibt so viel lustige Shit, den man im Doubles machen kann, den man im Solo so nie macht. Deswegen ich mich riesig auf die Liga freue. Vor allem die Sache ist ja, wenn man nur vier Mons hat, gibt es nicht so viel zum Auswitch. Da heißt, Set-Droppen kann man mal gut machen. Also zwischen mal einfach einen Kreideschrei drücken oder so, das kann man halt einfach mal machen. Weil es gibt halt selten mal was, das man auch mal richtig gut rausswitchen kann. Jetzt überleg mal, der Gegner jetzt dabei. Alles. Zum Beispiel, ein Grass-Type, ein Steel-Type, ein Water-Type und ein Rock-Type dabei. Und ich stehe gerade mit Ramot und hier Wester. Ne, es war ein schlechtes Beispiel jetzt. Ja, mal zum Beispiel an, ich stehe mit Kamalm drin. Gegner hat einen Grass-Type, einen guten Physio, sowas wie Tangrowth. Und noch irgendwas anderes. Und zum Beispiel noch ein Bulky Water. Ja. Dahinter noch ein Fire und ein Rock-Type. Ich stehe da mit meinem Giardax und Spam Kreideschrei. Der will nicht rauswechseln, weil Mon dahinter droppt. Mon dahinter droppt, wenn ich im Regen mit Kamalm bin. Safe. Ja. Heißt, man kann mal richtig schön mit dem Monster mal forcen, wenn man mal so einen Kreideschrei das rausbringt. Was ich persönlich ziemlich begrüße, weil ich sowas mal sehr gerne machen will. Auch. Ich habe ja wahrscheinlich so mies gespoilert, meine Leute, so mies gespoilert zu meinen Sets, so, also ein paar von meinen Gegnern. Leute, einmal die angucken. Ich hätte es vielleicht davor sagen sollen. Scheiße. Also. Auf jeden Fall. Das war's mit der wunderbaren Teamvorstellung für die NPBL Season 4 im VGC Format. Ich hoffe, es hat sich gefallen. Ich hoffe, ihr unterstützt mich in der Liga auch. Wäre cool. Lasst ein Däumchen da. Oh, irgendeine andere Bewertung. Gibt ja nur zwei. Ja. Kommentar da lassen. Whatever. Bis zum nächsten Mal und bye bye.